Einen wunderschönen guten Tag gewünscht aus meinem Leben. Ich hatte mich jetzt noch mal hingelegt und das war wieder so eine Qual, ne, mit diesem Gas. Ich drehe noch durch. Also entweder ich liege und bleibe liegen oder ich stehe auf und bleibe stehen. Aber dieses Umlagern und dass sich das dann alles im Bauch hin und her verschiebt, ja, Alter, wird auf jeden Fall nicht mein Hobby. Ja, ich habe jetzt gesehen, dass es echt heftig angeschwollen ist und auch voll deformiert ist. Ich habe hier, jetzt siehst du, liegen sieht man das gar nicht so doll. Aber ist ja auch egal. Und im Leben kann ich auch nicht tief einatmen, dann atme ich echt voll flach. Da haben die Leute schon echt recht. So, in den nächsten 10 Minuten, denke ich, kommt eine Freundin vorbei. Und ich hoffe, dass wir es dann schaffen, nach vorne zu laufen, in die Cafeteria mal gucken. Vielleicht kriege ich da ja noch irgendwie ein Brötchen oder sowas. Matthias lässt jetzt gerade die V-Klasse die Reifen wechseln. Wir müssen ja jetzt alle 3 Autos nacheinander machen, weil die keinen zusammenhängenden Termin haben. Und außerdem sollen wir 3 Autos fahren. Genau. Das ist jetzt so das Ding. Matthias kommt dann heute Nachmittag. Ach, siehst du, dann können wir ja gar nicht mehr zu Burger-Dings gehen. Die haben ja nur bis 15 Uhr offen. Eben bis der um 15 Uhr schließt, ist auch um Ding, oder? Weiß ich nicht, vielleicht können wir uns was zu essen bestellen oder so. Wäre natürlich auch geil. Müssen wir mal gucken. Ich frage mal. Ja, ich hoffe die ganze Zeit, dass ich irgendwie mal anfangen kann zu pupsen oder zu rülpsen. Aber das gestaltet sich halt echt schwierig, damit dieser Druck einfach mal langsam aufhört. Dieses Gas muss ja raus. Oh. Gut, ich nehme euch jetzt gleich mit in die Cafeteria. Jetzt werden Reifen gewechselt. Wir sind hier im Weißen See. Hier ist noch Essen oder bei Hombach rein. Bei richtig kalt. Raus ist hier. Oh. Ist halt echt kalt. Also wirklich kalt. Es fühlt sich also sowas von kalt an. Also das fühlt sich an wie Minusgrade. Muss ich auch ein Baby sehr schön einpacken. Doppelt, dreifach. Ja, dann werden jetzt die Reifen gewechselt bei der V-Klasse und nächste Woche dann die anderen beiden noch. Da ist es noch ein bisschen komplizierter, weil da müssen die Reifen runter und auf die Felge neu draufgezogen werden. Ja. So ist halt. So, jetzt einmal Hornsach, einmal aufwärmen und ich glaube, wir essen mal eine Curry. Mavi, willst du Currywurst? Okay. Und windig, hier hört sich wahrscheinlich sowieso nichts. Ja? Kannst du essen? Bitte schön. Kannst du dich bewegen, hast du? Leute, hört euch mal an, wie süß das ist. Wenn sie so zittert durch die Straße. So. Leute, das ist wirklich, wirklich kalt. Ich frage mich gerade. Weiß jemand, ist das schon Winter? Also, oh, das ist immer noch Herbst. Das ist ja. Ja, ganz kalt. Oh. Naja, jetzt gab es jedenfalls eine Currywurst und jetzt geht's ab zum Auto und vielleicht sind sie schon fertig. Dann können wir schnell wieder nach Hause schlafen, okay? Wir beide müssen schlafen. Und dann, wenn wir heute Malushi abholen, dann fahren wir noch zu der Mama. Und da holen wir noch ein paar Süßigkeiten und eine Überraschung. Ja. Na gut. Ich werde mir weiter den Arsch abfrieren hier, wa? Tschüss. Sag mal tschüss. Sag mal tschutu. Tschutu. Wie erkennt er, dass da jetzt ein Kinderwagen, Kindersitz drauf ist? Krasser Scheiß auf jeden Fall. Ja, jedenfalls sind wir fertig. Mavi hat schon gar keinen Bock mehr, ich auch nicht. Und es ist richtig kalt. Einfach mal 2,5 Grad nur. Aber jetzt mit Winterreifen. Yee!
Muss ich nicht so lang sein. Oh, könnt ihr auch was gegen Hirnfrost machen? Nee. Achso, sie isst was anderes jetzt hier. Meine Kinder sind komm, da. Nur in Heizung. Zumindest drei davon. Der war gut. Langsam. Ich hab gerülpst. Ich war gerade leicht schockiert, Leute. Ich habe ein Bauchupdate tatsächlich. Und ich muss sagen, ich war schockiert. Ich bin erstmal vor Schreck nach vorne gerannt. Zu den Schwestern. Erstmal habe ich hier geblutet. Und dann guckt euch mal das hier an. Alter. Also, ich habe mir echt gut ins Hemd gemacht, gerade als ich das gesehen habe, ja. Ich habe das nämlich gerade noch mit dem Bild verglichen von heute früh um 7.35 Uhr oder sowas. Da hatte ich das nämlich nicht. Jetzt dachte ich, dass ich zu sportlich unterwegs war. Weil ich ja vorhin mit Matthias, ich bin einmal nach vorne gelaufen, habe einen Käsekuchen gegessen heute Mittag, wieder zurück und dann bin ich um 16 Uhr, also 4 Stunden später, nochmal nach vorne gelaufen und wieder zurück. Ich dachte jetzt, es war vielleicht zu sportlich. Ja. Aber sie meinten, nein, das ist alles gut. Und wenn ich irgendwelche inneren Blutungen hätte, dann hätte ich einen komplett harten Bauch, mir würde es richtig schlecht gehen. Weil das hatte ich jetzt so als in Vermutung halt. Dass da irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Sie so, nö, alles gut. Davon hast du auch noch ein paar Tage, was ist ja super. Okay, gut, ne, dann ist ja nichts Schlimmes, ne? Hey. Ich blende euch nochmal hier ein Foto ein, wie das heute früh aussah. Da war das ja alles komplett sauber und da war ja gar nichts. Und dann jetzt das, da habe ich schon Schock gekriegt. Ja. Tja, ist wohl okay. So, ich konnte erfolgreich tatsächlich dreimal pupsen. Das ist ja für mich der absolute, wie sagt man, ich kann ja nicht pupsen. Ich habe gerade eben schon mal bei Instagram erklärt, ich habe mir einfach über Jahre hinweg antrainiert, nicht zu pupsen. Beziehungsweise kann ich es mir gut verkneifen und dass es wieder hochblubbert. Und seit einem Jahr ungefähr habe ich mir angewöhnt, auf Toilette zu gehen, wenn ich pupsen muss. Das ist, hat sich einfach so eingebürgert in der Beziehung. Nicht, dass Matthias das nicht, nicht, dass er das eklig finden würde oder so, aber weiß ich nicht. Das ist einfach von meiner Seite aus so ein Schampunkt, sagen wir es mal so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das halt nie gemacht und seit einem Jahr habe ich mir dann antrainiert, weil es teilweise echt Schmerzen hervorgerufen hat. Dass ich halt aufs Klo gehe zum Pupsen. Und jetzt hier nach der OP konnte ich es auch gar nicht. Also es drückte sich immer in die richtige Richtung, aber ging dann wieder nach oben. Und ich hatte ja gestern Schmerzen bis in die Schulter wegen dem Gas. Und ja, jetzt konnte ich dreimal pupsen. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ja. Ja.
Ich hoffe, dass ich heute besser schlafen kann als gestern, weil gestern war das ja für mich wie, als wenn hier jemand drauf sitzen würde, so Magenhöhe. Aber ich kann jetzt auch schon recht flink für meine Verhältnisse aufstehen und mich hinlegen. Also hoffe ich, dass ich heute besser schlafen kann. Ich warte jetzt noch, vielleicht kann ich ja nochmal pupsen. Pupsen bedeutet einfach immer nur Gas raus, mehr Bewegungsfreiheit. Dass ich mich vielleicht auf die Seite drehen kann, weil die ganze Nacht, ich bin ja ein Rückenschläfer, aber die ganze Nacht ist das schon echt hart. Deswegen wäre so ein bisschen Seite nicht verkehrt. Ich versuche es nachher mal. Ich hole mir aber nochmal die Erlaubnis gleich nochmal, falls jemand gleich kommt. Wir haben es jetzt 19 Uhr. Ich könnte jetzt schon schlafen, ne? Voll krass, ich bin so groggy vom Nichtstun. Ja, ich werde jetzt noch eine Mail schreiben. Und dann mal gucken, langsam zur Ruhe kommen. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Die Kamera liegt ja jetzt hier neben mir.
Nur eine Wolke am Himmel. Sowas freut mich. Oh, aua, das tut auch irgendwie ein bisschen. Wenn dieses Licht von oben kommt, sieht es einfach aus, als hätte ich keine Haare. Was soll denn die Scheiße? Hier, wartet. Wir machen das jetzt hier mit euch, warte. Hier sieht man es noch. Mann, wartet. Hier, Alter, sag mal. Da, dass die Vene hier drin rot ist. Hier hatte ich ja noch einen Zugang gestern drin. Der hat sich jetzt, gestern entzündet. Und der versucht sich jetzt erstmal, die versucht sich jetzt erstmal wieder zu wiederholen. Was habe ich denn für einen Sprachfehler? Zu erholen, Mann. Das wurde mir dann gestern rausgezogen. Sieht jetzt schon besser aus. Gestern war das richtig schlimm. Ja, ich kann jetzt das Verband hier auch eigentlich abmachen. Und ich rieche auch ganz doll nach Verband. Ja, das ist einfach das Krankenhaus, das ist, dass man so riecht. Geht eigentlich, wa? Aber es geht bis hier runter, sieht man das? Bis hierhin geht das. Hat sich die Venen entzündet. Ja, also alles, das hätte ich auch vorher schon sagen können, das ist immer bei mir so. Wenn man irgendwo was auf dem Arm drauf macht, wie auch da, das wird nichts. Das lasst es doch einfach sein. Bringt nichts. Die Nacht war super, ja. Die Nacht war traumhaft. Also im Gegensatz zu der ersten. Wir gucken mal, was sich hier getan hat. Es hat sich ja gestern noch unglaublich viel getan. Da ist sie aus wie ein großer Wackelpudding. Hämatom. Ich habe heute Nacht um 4 Uhr noch was, hier so einen Plastikbecher bekommen. Mit irgendwas drin, damit man pupsen kann. Also damit das Gas dahin geht, wo es sich irgendwie auflöst. Oder, keine Ahnung. Ich glaube, ich ziehe mich mal an, weil die kommen jetzt hier gleich. 7.16 Uhr. Fang schon an. Ich glaube, ich habe meinen linken Ellbogen. Oh, aufstoßen tut weh. Ich habe mir linken Ellbogen so ein bisschen angeschmuckt. Verbrannt von dem Aufstützen. Ich habe keine Ahnung, was man jetzt sieht. Ist auch blöd. So, machen wir ein bisschen. Erstmal ein bisschen super unangenehmes Gefühl, wie sich das alles so hin und her schiebt, wenn man aufsteht. Oh, erstmal kurz warten, ey. Ich hole meine Hose. Für heute. Dass die hier immer alle gleich so schnell reingeplatzt kommen. Ja, also ich habe gerade die Info bekommen, ich werde heute entlassen, aber es wird gleich nochmal Blut abgenommen. Nochmal Laborwerte checken, Entzündungswert checken. Ist ja auch richtig, ne? Soll ja auch gemacht werden. Ich bin nicht bettlägerisch, hat es gesagt. Ich kann mich bewegen, ich kann alles machen. Aber wenn der Körper sagt, mach mal langsam, dann soll ich langsam machen. Ich weiß nicht warum, aber das Wasser schmeckt so süß. Wie als wäre da Kohlensäure drin. Kennt ihr das?
Das ist mir nicht lecker. Ich zitter ein bisschen. Weil es auch gleich liegt, hier auch unglaublich viel. Ne? Genau, das habe ich jetzt raus und abgemacht. Ich gucke mal gleich nochmal hier wegen Schmerztabletten. Und ich gehe dann auch runter zum Frühstücken, weil ich hole mir heute was Richtiges zu essen. Also ich habe gesehen, dass ich mir unten Rührei holen kann. Und das werde ich auch machen. Ich habe keine Lust, hier nochmal trockene Brot zu essen mit süßem Käse. Alter, haut mir ab, Alter. Haut mir ab. Genau. Das ist jetzt mein Stand der Dinge. Ihr solltet heute einen gut abwechslungsreichen Vlog bekommen haben, was mich natürlich wieder unglaublich freut. Was mich auch unglaublich freut, ist, dass wir jetzt schon seit über 20 Tagen regelmäßig einen Vlog hochgeladen haben, ohne eine Pause. Das ist wieder so richtig, ich glaube, ich bin jetzt wieder drin. Ich würde mir für euch mein Genick brechen, Hauptsache ihr kriegt euer Video. So wie früher. Bin ich richtig stolz drauf, Leute. Genau. Bauchupdate. Kann man zu Hause machen. Gibt es jetzt nichts Neues. Der Hämaton ist halt, sieht schön aus. Ich glaube, ich gebe mir jetzt erstmal Wasser holen, weil das schmeckt widerwärtig. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und dann sage ich jetzt wieder das, was wieder von uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Hatte tschüss.